Okay, schnell irgendwo was finden, damit wir hier nicht abkacken. Gleich hier drunter. Ah, das sieht schon gut aus. Ja, ja, okay. Olgirt, Iris und ihr Vater. Ja, es ist hier wieder los. Was erfahren wir hier immer? Was sind das für Geschichten? Für kleine Geschichten? Was hat Olgirt gemacht? Oh, Moment, was war das? Ja? Ein Ehevertrag. Hm, der Ehevertrag von Iris und Olgirt. Naja. Wir, die Unterzeichner Iris Billewitz und Olgirt von Everek, sind übereingekommen, unsere Liebe mit einem Ehevertrag zu besiegeln und uns an bestimmte Vereinbarungen zu halten. Dieses Dokument soll als Eid vor den Göttern und all dem, was wir als heilig erachten, dienen, bis dass der Tod uns scheide. Wir werden einander mit gegenseitigem Respekt behandeln und die Wünsche und Meinungen des jeweils anderen angemessen beachten. Okay. Sollte es zu einer Trennung kommen, werden wir beide, alle in die Ehe eingebrachten Besitztümer, ob beweglich oder unbeweglich, sowie vom jeweils anderen während des Zeitraums der Ehe empfangene Geschenke behalten. Das von den Parteien erzielte Einkommen soll nach jeweils eigenem Gutdünken ausgegeben werden, wobei alle Kosten der Wartung und Instandhaltung gemeinsamer Besitztümer zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Unterzeichner Iris Billewitz und Olgirt von Everek. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Becher. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. So gefällt mir das. Eine Pfeife würde ich normalerweise nicht aufnehmen. So hat er angefangen zu rauchen. Ja, genau. Und in diesem Fall würde ich eben... Ja. Leer. Bis auf den letzten Tropfen. Natürlich. Was hast du erwartet? Das sind alles Saufnasen hier. Okay, was? Was? Den Becher wahrscheinlich? Das stimmt wohl nicht. Wohl nicht. Vielleicht den Ehevertrag? Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. Okay, er ist auf jeden Fall am Saufen. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Natürlich. Und die Pfeife haben wir mal wieder nicht gebrauchen können. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Uha. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgirt gibt es nicht mehr. Mhm. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Oh, oh. Und? Tot. Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Alter. Oh mein Gott. Und jetzt kommen die Dina. Dieser Gestank. Dieser Gestank. Erscheinung. Oh ja, die kriegen wir auch so weg. Da brauchen wir, glaube ich, keine magische Falle. Ich habe gerade eine Erscheinung geköpft. Komm her. Und wieder geköpft. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Dann gehen wir mal nach oben. Na, das wird ja was geben hier. Gehen wir hoch oder schauen wir uns hier noch ein bisschen um? Man kann ja anscheinend doch Sachen lesen. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ist ja schon interessant, was hier abging. Die Tür geht einfach so auf, natürlich. Okay, was ist das hier? Ja. Oh, da war wieder unser Kollege. Der möchte, dass wir hier durchgehen.
Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Okay. Katze dort, Hund hier. Ausmachen will ich nicht. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Untersuchen. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Alter, der Pedel, alter Norweger, der ist auch im Raum. Den haben wir schon erledigt, zum Glück. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. So, was gibt's hier noch? Was liegt denn da unten eigentlich? Tierhaare. Oh, wahrscheinlich deine, ne, mein Freund? So, bei der Katze ist nichts, wobei doch, hier ist was. Spuren. Von der Katze, okay, macht Sinn. Aufnehmen. Kleine Schüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Und das hier? Nee, eine große Schüssel. Eine große Tonschüssel. Okay. Was haben wir hier? Ein Tablett. Eine Platte. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir können da nichts drauflegen. Wobei, wir können doch bestimmt auf der anderen Seite irgendwas hinlegen, oder? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Was können wir denn machen? Oh, Moment. Wir können doch bestimmt den beiden was hinlegen, oder? Große Schüssel. Das war wohl deins. Ja, wahrscheinlich. Kleine Schüssel bekommst du. Na also. Und die Dame bekommt Essen. Oder? Der Kelch vielleicht? Nein. Oder hier irgendjemand? Irgendwo muss doch das Essen hin. Wo kommt das Essen hin? Ja, ist für eingedeckt, weiß ich doch. Ich weiß gerade nicht, wo. Ausmachen vielleicht? Oder anzünden? Macht mehr Sinn. Können wir mit dem Olgrid irgendwas machen? Sieht nicht danach aus. Sollen die Erinnerungen wieder zusammensetzen, aber hä? Ach, er bringt Essen! Er bringt Essen. Passt perfekt. Ah. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Mhm. Aber der Pedel hat sie trotzdem hingestellt. Wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen. Und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Er hat die also beschworen, oder? Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Ja, das ist halt das Leben nach dem 5. Ehejahr. Ganz normal. Olgierd von Evereck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Kurator der Albträume. Okay, wir sollen in den Salon gehen. Das ist der Salon. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Oh, Bücher vielleicht? Der letzte Wunsch, das kennen wir schon. Gleich kommt der Feuerschlucker. Ich sag's euch, Tagebuch eines Feuerschluckers. Der
Das wäre so lustig, wenn das kommt. Okay, gibt's aber nicht. Hier ist ein Zettel. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Aha. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da das Verreise bei dir erinnert ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin wälkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Hose sind mein Abschied. Okay, das wird wahrscheinlich der Kampf gegen dieses Ding. Ah, zum Glück haben wir noch die Fackel. Ne? Oder so. So geht's auch. Alter. Es ist Olgierd. Krass. Okay. Wie schmeckt dir das, Silver? Bald wird den Hexern mir schmecken. Okay, die Fackel brauchen wir wirklich überhaupt nicht. Fackel weg, danke. Alter, der haut aber ganz schön zu. Der haut ganz schön zu. Alter, haut denn der drauf? Schutzschild, wie wär's damit? Mega stark, ey. War das einer? Komm her. Das war der zweite. Nur noch einer. Da ist noch einer. Wow. Komm her. Yo, Volltreffer. Okay, unsere Rüstung ist im Eimer. Absolut. Absolut, ich merke das gerade. Nein, knapp vorbei. Immer ausweichen und dann drauf. Aua. Gleich ist es soweit. Mann! Jetzt aber. Nein! Alter, er trifft auch mit jedem Schlag oder was? Und wir treffen ihn gar nicht. Alter, wenn er uns jetzt umhaut, ne? Merke ich gar nicht. Boah, das war aber noch hart am Ende. Ich habe so viele Hühnerbrötchen gegessen, das ist ja Wahnsinn. Oh, die Lampen, die Kerzen gehen wieder an. Schön. So gefällt mir das doch viel besser. Oh. Können wir jetzt mit dir reden? Du bist nicht er. Nein. Warte, ich will reden. Nicht hier.
Nicht an diesem Ort. Wo denn dann? Ich bin froh, dass wir die Brille ausgezogen haben. Gott, ey. Wenigstens kein Harry Potter mehr. Nicht, dass ich was gegen Harry Potter hätte, aber... Naja, er ist halt auch nicht Geralt, ne? So. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. War schon gut. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Oh. Wir sind uns schon begegnet. Ich hab dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Warum wir hier sind? Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Aha. Haben wir die übersehen? Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Oh, schön. Und ich? Ich bin aus einem dunklen, dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst. Wie meine schöne Rose. Als du das Bild auf mein Grab legtest, dachte ich an meinen Hochzeitstag. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Okay. Olgierd verdient deine Sorge nicht. Er gibt vor, glücklich zu sein, aber er ist es nicht. Ja, das stimmt. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Nein. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel. Aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk? Genau das. Na, kriege ich die oder... Oh, anscheinend nicht. Die Rose ist mehr als ein Andenken, oder? Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ja, das hört sich nicht so gut an. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren.
wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis gar nichts mehr ist. Ich kann die Rose nicht nehmen. Ich frage sie mal trotzdem. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Vielen Dank. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Natürlich, sehr gerne. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Mhm. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Aha. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Warum müsst ihr alle immer in Rätseln reden, Mann? Sag doch einfach, nimm, du brauchst das, damit du gegen ihn gewinnen kannst. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Absolut. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Warum zitterst du denn so? Tja, und jetzt zerfällt alles. Kommen wir denn dann hier raus überhaupt? Ich hätte auch sagen können, ich kann die Rose nicht nehmen. Ich denke mal, dass sie uns trotzdem die Rose gegeben hätte, oder? Kann ich mir vorstellen. Und wieder einmal verschwinden wir durch ein Bild. Alter, das ist ja voll cool. Das ist richtig cool gemacht. Das macht richtig Laune, ey. Ich will gar nicht, dass die Story aufhört. Es soll immer weitergehen, aber leider ist das schon die letzte Prüfung. Was dann passiert? Ich brauche das unzerbrechliche Glas. Was auch immer das ist. Vielleicht weiß ja der gute Olgerid, was damit gemeint ist. Trifft sich mit Olgirds Kontaktmann in der Taverne. Mit seinem Kontaktmann. Erfahrungspunkte 260. Ist ja ein Traum. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes? Was ist das? Florin und ein goldener Becher. Natürlich, warum auch nicht. Macht Sinn, dass das da liegt. Ich glaube, hier links ist doch eine Schnellreise. Stefion, oder? Kann man hier raus jetzt? Nee. Aber vielleicht ja von hier. Ja, das sieht gut aus. Haben wir überhaupt das Ende von diesem komischen Dieb... Der hat den begraben. Ah ja, ich erinnere mich. Ja, der hat den begraben, ganz am Anfang im Garten. Der Typ, der hier nach seinem Kumpel geschrien hat. Ich dachte, wir hätten den nicht gefunden, aber doch haben wir. Haben wir. So, wo ist denn jetzt hier? Da hinten ist die Schnellreise-Station. Wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück nach Ochsenfurt. Und zwar zum Hafen. Ich brauche einen Schmied. Ich brauche einen Schmied, weil unsere Rüstung ist sowas von dem Eimer. Sowas von dem Eimer. Richtig kaputt. Also unsere Rüstung, die hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich hoffe, dass uns der Schmied dort weiterhelfen kann. Für ein paar goldene Münzen. Kann er das bestimmt.
krasse Story auf jeden Fall. Vor allem, was da in dem Haus abging, dass wir die ganze Zeit zwischen den Welten gewechselt sind. Das war schon sehr cool aufgebaut. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Okay, bevor wir dahin gehen, wo ist nochmal der Schmied? Hier, da ist er. Hatte der weißes Haar oder ein weißes Pferd? Ja, der hatte weißes Haar. So. Na, mein Freund? Hallo noch. Hallo. Ich zeig mir deine Waren. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. So, Spaten des Pedels, Alter. Solche Waffen will ich immer wieder finden. Wir verkaufen dir das Ding mal. Ansonsten, okay, die Brille will ich nicht verkaufen, weil die ist wahrscheinlich, obwohl da steht gewöhnlicher Gegenstand. Sehe ich nicht, aber okay. Bleibt mir doch special zu sein, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas finde. Auf jeden Fall für 700 Dollares, das lohnt sich. Auf Wiedersehen, Amigo. Bis dann. Und wieder streckt er sich, weißt du? Leichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Fahnenflucht, na klar, so Olgierd. Ah ne, sein Gefolgsmann müsste ja hier sein. Olgierd selbst ist nicht hier. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Das halbe Fass? Das ist schon nicht schlecht. Geralt, hier drüben. Ah. Hey, da Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Alter. Der Typ, ey. Der Typ ist schon anderes Level. Okay. Klar. Der klatscht einfach und schon friert alles um ihn herum ein. Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Na, aber hallo. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Alter. Kontrollierst du die Zeit oder ist das ein Trick? Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim. Auch bekannt als... Ja. Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Und bringst sie in Schwierigkeiten. Ja, schrecklich nobel von dir. Das wäre wirklich nobel, wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. So Rumpelstilzchen oder was? Was bist du eigentlich? Hä, was bist du eigentlich hier? Ach, was bist du eigentlich hier? Ja, warum ist der überhaupt da? In dieser Taverne? Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen.
Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mal weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Was? Davon war nie die Rede. Hab noch nie gehört. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Was ein Erfülle Penner. Deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mal entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Jetzt beruhig dich mal. Ich kann die Zeit kontrollieren. Ich bin schnell, verdammt schnell. Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Was denn jetzt? Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Dann werden wir das doch tun. Alter, der Gaunter Odin. Hier ist die Flasche nicht fremd. Wie? Leute, seht ihr das? Der Typ ist plötzlich einfach tot. Oh! Aus dem Weg. Alter, der hat ihm einfach voll. Vielleicht ist er ohnmächtig. Der hat ihm einfach einen Löffel ins Auge gestoppt. Der hat ihm einfach ein Schlückchen zu trinken. Und umfallen, verflucht und verhext. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios, amigos.